Jo, was geht, ihr Milchschnitten? Knochen wieder hier, let's go, ho ho. Moin Leute, Knochen wieder hier. Heute fahre ich den T22 Zerstörer Rang 4, Rang 5, I'm sorry, bei den Deutschen. Keine Spezifikationen jetzt im Kopf. Scheiße. Wenn mir recht entsinnen, war 7,8 Kilometer Torpedoreichweite und um die 10 Artillerie. Reichweite in Kilometern. Fuck. Ja, früher habe ich mir noch die Mühe gemacht, habe die Sachen noch aufgeschrieben auf dem Zettelchen, habe die schnell abgelesen vorher oder so. Mittlerweile seht ihr, man wird immer, man degeneriert komplett hier. Scheiße, kriegt mich gerade nicht ein. Ja, Entschuldigung. Ich versuche mich hier zusammenzureißen. Also, T22 Zerstörer bei den Deutschen, wie schon erwähnt. Ich bin eigentlich voll der Zerstörer-Noob. Ich meine, ich habe so mal manchmal meine guten Momente. Die zeichne ich dann meistens nicht auf. Ich habe es in letzter Zeit ja so gemacht gehabt, dass ich dann einfach ein Koop-Match gemacht habe, weil das ein bisschen ist, obwohl die KI relativ intelligent ist, wenn man so an KIs von früher denkt, bei irgendwelchen so MMOs, ne, die waren ja strunzdumm. Aber auch im War Thunder, die KI dort zum Beispiel ist ja flak. Wenn man jetzt mit dem Flugzeug unterwegs ist, ist ja die flak am Boden. Und selbst die schießen ja mittlerweile wirklich ziemlich akkurat. Also gerade bei den Flughäfen da unten oder diesen Landebahnen, ja, wenn man da runterfliegt, um einfach mal so einen flak abzuschießen, da bin ich früher einfach hin. Also hab da alles weggemetert und wurde nie getroffen. Ne? Ja, heute ist das ein Flak-Inferno. Da wird man so schnell abgeballert, egal wie gut man da ist. Also da fliegt man jedenfalls nicht rein. Ne? Es sei denn, jemand, ein Bomber hat da schon mal ein paar weggeschossen. Und so ähnlich ist es auch hier. Mal läuft schlecht und mal richtig scheiße. Für mich. Aber ich werde mich mal zusammenreißen hier. Jetzt ist noch nicht viel los. Ich werde auch noch nicht voll Kamikaze hier irgendwie reingehen oder so. Ich werde erstmal gucken. So, ich sehe, dass wir auf jeder Seite je zwei Flugzeugträger haben. Naja. Den Satz konnte ich gerade nur so beenden. Zwei Flugzeugträger haben und die sich da gegenseitig schön beballern. Ich behalte eigentlich gerade die Flugzeuge im Auge. Dann weiß ich, ab wann ich da, also wenn die weg sind, ab wenn ich da vorbeifliegen fahren kann. Oh Gott, ey. Was ist mit meinem Leben los, ey? Und sie kämpfen noch. Wie zu sehen ist. ja. Fällt mir auch nicht mehr ein, wie ich jetzt irgendwie die stille Zeit hier überbrücken soll. Könnt ihr was singen? Aber dann kann ich das Video auch wegschmeißen. So, da sehe ich Nebel. Und wo Nebel, da das Dollar. Oder im britischer Kreuzer, das kann natürlich auch sein. Oder der Nebel ist von dem Typen hier vorne, dem Kollegen, und der war schon dort, das kann natürlich auch sein. Ich vermute, dass auf der Seite hier hinten auch die Flugzeugträger sind. Denn ich habe eigentlich nur jetzt ein paar Sekunden auf die Minimap geguckt, aber ich meine mich zu erinnern, dass von dort aus Flugzeuge erstmal entgegenkamen hier. Oh, da ist ein Zerstörer. Schockt mich jetzt nicht, weil der mir irgendwie jetzt schwer kaputt machen könnte, sondern weil er mich aufdecken würde. Meistens ist es ja so, wenn man den Zerstörer sieht, dann sieht er einen auch. Das heißt, alle anderen sehen einen auch dann. Gut, das Schießen kann ich mir hier sparen. Hier könnte ich vielleicht noch mal ein bisschen Pupu machen. Eine ganze Salve. Mittlerweile habe ich mich echt so auf Salven eingestellt. Der wird wohl rückwärts. Ich wollte gerade sagen, ich treffe hier einen feuchten Kackbums, aber zwei sind doch drin, fährt er rückwärts tatsächlich. Okay, ich wurde entdeckt. Oh Gott, Beschuss. Wenn ich Beschuss sehe, finde ich es erstmal nicht so schlimm, es sei denn, der Zerstörer ist in der Nähe, weil die schießen relativ akkurat, das ist so meine Erfahrung. Okay, der ist aber ziemlich weit weg da. Und auf der Minimap sehe ich nur diesen einen Zerstörer. Aber ich will ein bisschen was leisten. Ich muss auch
dieses Ding gefertigt kriegen. Ich muss ehrlich sagen, die deutschen Zerstörer gefallen mir mit am besten, aufgrund der Torpedoreichweite, die wirklich formidabel ist. Und die Russen, die benutze ich eigentlich gar nicht mehr als Zerstörer im eigentlichen Sinne. Also ich schieße ja keine Torpedos mit ab. Normalerweise so, wenn ich was kaputt mache, dann eigentlich nur durch meine Artillerie. Irgendjemand, ich habe das aber schon 5 Videos oder so erwähnt, meint ja auch mal, ja, sind ja auch eigentlich keine Zerstörer, also keine Torpedoboote, sondern das sind einfach Kanonenboote. Das heißt, du schießt halt wirklich, kannst ja alle 2 Sekunden da komplett feuern und holy shit. Der Pimmelbruder. Ja, war klar, dass er abdreht, okay. Ist ja auch nicht ganz blöd, er weiß natürlich, wenn er mich hier sieht und so, talala, da kommen meine Torpedos. Toll ist der Schaden nicht hier. Unser Team hat die Führung übernommen. Ja gut, jetzt hat er einen Vorteil. Er braucht nur zwischen den Torpedos fahren oder verlangsamen und dann ist der ganze Spuk vorbei hier. Jetzt will er hier auf die Kacke hauen oder wie? Ich schätze mal, ich mache danach noch eine Runde. Nicht, weil ich jetzt davon ausgehe, dass sie super schlecht wird, aber ich finde die jetzt gerade noch nicht so spektakulär. Ich meine, klar, der Knaller kann man am Ende noch kommen. Gott, ich bin so durch, ey. Gerade heute. Zum einen Tag nicht arbeiten gehen, schon immer ein, ja, wir haben Degenerationsstadium. Nee, so will ich die nicht treffen. Eigentlich wollte ich weiter nach vorne, aber jetzt, wo der Typ hier ist, lasse ich das erstmal. Ich will weiter weg von ihm, der soll auch weiter weg von mir. Ich habe keinen Bock, dass die Kongo mich vielleicht zufällig doch trifft. Aber irgendwo hier müssen die Flugzeugträger sein. Das ist natürlich alles jetzt nur vermutet. Die können da sein, wo ich hier jetzt angegeben habe und können dann natürlich alles in die Mitte schicken. Das sieht man natürlich nicht. Die erscheinen ja nicht sofort, die Flugzeuge, sodass man gleich weiß, oh, das ist hier. Sondern man muss natürlich einfach mal schätzen. Und da ich jetzt der Einzige hier vorne bin, also der jetzt hier nach vorne fährt und die Reichweite der anderen jetzt nicht ausreichend ist und sie natürlich noch eine etwas höhere Tarnung haben, also, ne, Entdeckungsreichweite oder Nicht-Entdeckungsreichweite, sieht man den natürlich auch nicht sofort. Was ist denn da? Da ist so ein Flugzeugträger. Laut Minimap. Ist da noch einer? Hier sind sie. Was habe ich gesagt? Laut meinen Nierenstein waren sie hier. Ja, und sie sind hier. So, shit. Jetzt mal gucken. Ich habe eine Runde davor gemacht, da habe ich auch einen Flugzeugträger aufgedeckt. Alles, was ich aufgedeckt hat mir irgendwer anderes dann später kaputt geschossen, während ich mir dann wirklich einen abaste, ja, um irgendwie Treffer zu machen und gleichzeitig nicht versenkt zu werden. Und das ist ja nur auch nicht so einfach. Und die feuern von hinten da alles auf die Dinger rauf, die Dinge so. Und ich werde dafür wahrscheinlich nicht belohnt. Ne? Da war ich Platz 5. Wo ich mir denke, ich habe hier wirklich Übermenschliches geleistet. Natürlich jetzt nicht im rassischen Sinne, sondern einfach, ich habe mehr geleistet, als eigentlich menschlich möglich ist. Wo kommen wir auf jeden Fall vor, ne? Also jetzt werde ich mal ein bisschen Gas geben hier. Ich denke, ich bin gerade nicht zu sehen. Was hier fehlt, ist ein Indikator, wenn man zum Beispiel nicht mehr gesehen wird. Das würde ich gut finden. Jetzt wurde ich entdeckt. Klar, Flugzeuge sind unterwegs. Aber das wäre natürlich vorteilhaft, weil dann kann man ungefähr abschätzen, wie nah man eigentlich ran kann und so. Jetzt wurde ich eh entdeckt. Scheiße, der wird jetzt erstmal beidrehen. Ich spiele ehrlich gesagt noch zu selten Zerstörer, sodass ich mir irgendwie jetzt mal hier ein bisschen Skill oder guten Skill aneignen könnte. Oh fuck! Heiliger Tittenschmier, was ist das? Na, gerade so. Ey, immerhin ein Torpedo ist rein. Aber ist ja gar nichts. Was habe ich gesagt? Irgendeiner killt mir das Ding hier wieder vor der Nase weg. Gut, jetzt muss ich mir schnell den nächsten holen, sonst drehe ich am Teller hier.
Noch läuft mein Boost. Wie viel Kalorien? Ich habe kein einziges Mal den Nebel benutzt. Keine Nebelgranate benutzt hier. Okay, der hat keine Flugzeuge draußen hier, bis auf den Fuck, der da gerade rumschittet. Übernehme so besser, hat keine Tarnbemalung drauf. Das heißt, ich werde wohl mit ziemlicher Sicherheit jedes Mal treffen. Der Bruder brennt. Mich natürlich auch nicht von der Kongo da zerblättern lassen und irgendein Kreuzer gammelt da auch noch rum. Oh, ja gut, jetzt wird er beidrehen, klar, mache ich auch immer. Wie schnell war der eigentlich hier? Schon so lange nicht mehr gefahren, das Ding. Einen kriegt er ab auf jeden Fall. Keinen kriegt er ab. Heiliger Tittenfick, was ist denn das? Ist der echt so flott oder habe ich so. Oh fuck. Oh! Alles klar. Alles klar. Ja, mache ich auf jeden Fall noch eine Runde. Okay, Gefechtsleistung durchschnittlich, aber naja. Was soll ich sagen? Besser als zu schlecht, ne? Okay, gleich noch eine Runde. Bis gleich denn, ne? Haut rein. Weiter geht's. Immer noch mit dem T22 am Start. Let's fetz. Eine Karte, die ich total scheiße finde. Ich hasse diese Ringeroberung hier. Aber hilft ja nichts. Das ist halt die Karte, die jetzt hier danach kam. Und, mich deucht, mir ist ein Furz entfleucht. Ne, war doch nicht meiner. Ja. Schauen wir mal, wie es läuft hier. Also, wie ihr gesehen habt, mit Torpedos bin ich jetzt nicht so der Bringer. Ich habe das Problem, dass ich oft nicht bedenke, dass wenn ich auch noch. Weil meistens greife ich an, wenn ich auf den Boost laufen habe. Das heißt, ich bin so schnell, dass ich eigentlich vor oder hinterm Ziel dann theoretisch meine Torpedos platziere. Und je weiter ich entfernt bin, das Abschätzen ist ein bisschen schwierig. Also, wenn ich schieße, ist das, kann ich besser abschätzen, als wenn ich die Torpedos benutze. Und natürlich, klar, je schneller mein Gegner, desto mehr Möglichkeiten hat er auszuweichen. Deswegen versuche ich eigentlich so nah wie möglich ranzukommen, damit er eben nicht mehr so viel Zeit hat auszuweichen und am besten gar nicht mehr. Ja, muss man halt irgendwie kicken, dass man das hinkriegt, oder? Also jetzt wird am erstmal am Anfang hier wird erstmal auch nicht allzu viel passieren, denke ich. Oh, diese Stelle. Einfach mal genießen. Jetzt fehlt mir eigentlich so ein bisschen klassische Musik im Hintergrund oder so. So, man sieht, ich kann hier erobern. Da dieses schwarze Kreuz im Eroberungsbalken zeigt es an. Hier ist noch jemand drin. Da auch die Flugzeuge. Ich dachte mal, die decken mich auch relativ schnell auf. Aber ich habe schon welche gehabt, die sind 3 Kilometer an mir vorbeigeflogen. Und auch nicht aufgedeckt. Entweder war ich zu schnell, obwohl ich mir das nicht vorstellen kann. Aber oder das war ein zufälliger Bug. Da ich jetzt nicht so häufig mit Zerstörern unterwegs bin, im Vergleich zu vielleicht Schlachtschiffen oder so, kann ich das auch nicht so beurteilen jetzt. Es könnte an der Geschwindigkeit liegen. Aber vielleicht laber ich auch nur Scheiße und das war tatsächlich ein verkackter Bug. Kann ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, weiß ich eben nicht genau. Weg 666. Ich glaube, jeder Dritte hat irgendwie die Zahl 666 hier drin oder so. Bulent, der heißt wahrscheinlich Bülent eigentlich. Türkischer Name. Beowulf. Der Typ heißt Beowulf und schon mal nicht mit 2 F, aber Hauptsache, die verwenden irgendwie in irgendeiner Weise diesen Namen. Wie oft sehe ich hier irgendeinen Guderian oder Himmler, habe ich auch schon gesehen hier. Also manchmal ist das echt. Da kann man sich gar nicht aufs Spiel konzentrieren, weil man sich erstmal ewig über diesen Namen aufregt. Ja. Oder lacht. Weil die zu dämlich sind, irgendwie so. Jetzt fuhr hier einer, wie hieß der Grillzange? Fuhr hier die Grillzange rum. Aber hey, okay, das ist immerhin halbwegs witzig. Aber gut, man kann halt niemandem vorschreiben, was er für einen Namen zu nehmen hat. Ja, richtig schlimm. Sollen sie halt alle falsch schreiben, wie sie wollen. Aber müssen halt damit rechnen, dass man auch mal einen Jux darüber macht. So, ich muss mal zusehen, dass mir nicht gleich die Klöten wegschießen. Der Kollege ist gleich weg. Dubai Trolling? Was ist das? Das Schiff kenne ich gar nicht. Oh, neben ist einer. Ich habe gar nicht darauf geachtet, dass neben mir einer ist, aber da ich die Einschüsse, die Einschläge gehört habe und ich gesehen habe, dass es nicht bei mir war, also innerhalb von einer Sekunde, ja.
muss ich, neben mir fährt einer und ich sollte ein bisschen absteuern. Den wirst du gleich richtig zerlegen. Jo. Gute Nacht, Marie. Tschüss. Jetzt frage ich mich, wieso ist er nicht ausgewichen? War es nicht mehr möglich? Echt jetzt? War es echt nicht mehr möglich? Und, jo. Den hat's auch zerlegt. Troyon? Ach, das muss ja, ja stimmt, das muss ja ein französischer Kreuzer sein dann. Den ich noch nicht habe. Deshalb kommt er mir so unbekannt vor. Just Jaro. Kjellemann. Könnte Schwede sein. Oh, jetzt wurde ich aufgedeckt. Nebelwerfer gestartet. Naja, mein Hals ist so trocken, ich muss mich Schluckmalz benehmen. Shit. Was ist aber hier? Vor Schock. Wenn der jetzt natürlich vorfährt. Ich weiß nicht, ob das noch was wird hier. Manchmal so blöd zu sehen und wie die fahren, also den richtigen Winkel zu treffen. Ist schon schwierig, aber ich habe schon mal gesagt, dass die, die wirklich ordentlich abreißen hier mit Torpedos, ja, die, ja, kann man sagen, bin ich ein bisschen neidisch. Ja, ist nicht wirklich so ein Hassneid, sondern eher so Bewunderung, so ein bisschen. Ich habe auch wieder gesehen, wie die ja wirklich einen nach dem anderen wegknallen. Ich denke mir immer, ey, scheiße, die fahren auch nicht anders als ich. Die machen genau dasselbe wie ich. Aber irgendwie machen die es wohl besser. Von daher, ja, ist halt so, ne? Will ich mir erzählen, der Torpedo geht nicht rein, da? Ne? Das gibt's doch nicht. So, 9 Sekunden noch. Was? Zerstörer wo? Da, okay, sehen. Was ich noch sehe ist. Du schießt nicht auf mich, du blöde Sau. Ich weiß, was jetzt kommt. Ich sehe das und ich weiß ganz genau, der Typ würde aufgeraucht noch bevor meine Torpedos ankommen. Fuck, ich muss hier natürlich auch noch irgendwie ausweichen. Da ich eigentlich keinen Schaden auf den mache hier mit meinen scheiß Geschützen. Obwohl, vielleicht könnte ich den noch. Ah, guck mal, wie der ausweicht. Ja, Motherfucker! Das habe ich mir so gedacht, echt. Ah ja, scheißegal. Passiert. Ich meine, ich reg mich über so eine Leute auf, die mir, ey, du scheiß KSer, du dreckige Fixer. Ja. Aber letztendlich mache ich genau dasselbe. Ich meine, ich schieße auch drauf. Scheißegal, ob da einer schon eine halbe Minute drauf geballert hat, ne? Und im Dauerfeuermodus hier oder so. Ja, baller ich auch drauf, ne? Wenn er nur 1000 Leben hat. Aber trotzdem, ey, echt. Muss das sein. Das ist doch echt erbärmlich. So, den werden wir wohl nicht kriegen, eine Minekase. Sieht jedenfalls gut aus. Ich schätze, wir werden gewinnen. Obwohl ich es auch schon gehabt habe, wir haben fast alle weggeknallt hier. Aber keiner hat hier irgendwas gekappt. Keiner hat gekappt. Und dann sah es dementsprechend für uns auch. Wir haben echt verloren. Ich glaube, da habe ich mit Kaiser Franz gespielt. Und wir dachten uns, wieso haben wir verloren? Weil alle so geil auf die Kills waren. Ja, und hier irgendwie noch ein Zerstörer und ein Kreuzer alles eingenommen hatten. Und dann haben die auch gehalten, weil wir irgendwie einen anderen verfolgt haben. Aber wirklich zu viert noch oder so. Ne? Ja, schön doof, ne? Da ist auch was. Oh, jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Ich dachte, wie ist der denn jetzt kaputt gegangen? Aber ist der Wassereinbruch und versenkt. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Was ist das denn für eine? Also ihre Falle! Es ist! Alle Kräfte benötigen naja. Deckungsfeuer. Soll ich mal nichts so. Ich glaube, zwei große S hat er nicht zufällig drin, ne? Ja, ich steuere mal auf den jetzt zu. Obwohl die Wyoming da näher ist, aber den kriege ich vielleicht hier eher versenkt, falls ich dann endlich mal was treffe hier.
Mit Torpedos. Darum geht's, mit Torpedos. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Hier ist so ein verdächtiger Nebel. Ja, komm, 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 komm. Hier ist blöd, hier kannst du schlecht die Torpedos rausschicken. Also er würde einfach nach. Die würden einfach vorne da abprallen. Ich könnte sie hier rausschicken. Zu der Wyoming. Aber die Reichweite reicht nicht aus. Jetzt wäre ich in Reichweite, aber die werden nicht ankommen. Shit, da ist immer noch einer. So, Kacklapo, komm mal her hier. Ich muss dich mal eben kaputt schießen. Hier geht ja einer nach dem anderen kaputt, das ist nicht normal. Das ist das, was ich meine. Wir werden wahrscheinlich verlieren hier, die Scheiße da. Aber ich versuch's noch. Nee, die werden vorziehen. Ich glaube nicht, dass er einen abkriegen wird. Nein, das wird er nicht. Was? Torpedos? Wo sind Torpedos? Da. Ja, nicht bei mir. Pff, chill mal, Alter. So, ich habe tatsächlich auch mal was kaputt gemacht. Ha. Hehe. Okay, also ich bin noch drin, aber die haben noch einen Flugzeugträger, das Schlachtschiff ist, die zwei Schlachtschiffe, noch eigentlich top in Schuss. Scheiße, das wird doch nichts hier. Und, oh ja, toll, die Königsberg. Oder zu wenig nur zu zweit, das ist schon verschissen hier. Nebelwerfer gestartet. Ein bisschen smoky smoky machen ihn. Torpedos auf Steuerbord. Was? 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 Nee. Fuck, man! Ja. Ganz toll, Mr. Smearlab. Ist ja nicht sein Ernst jetzt, oder? Heiliger Tittenfick, echt jetzt? Ich bin irgendwie... Naja, ist das halt, ne? Was? Ich komm gar nicht drauf klar, irgendwie. Da schickt er seine verkackten Torpedos raus, die er alle 4 Minuten mal abschicken kann. Und ich fahr rein. Fanny, wo ist denn der gegengekommen hier? Gegen meine Fahne hinten, oder was? Gegen den Rand meiner Schraube, oder wie? Na, ist auch scheiße. Also weg, der Typ ist auch gleich weg. Komm, lass sie versenken hier, echt. Ja, schöne Scheiße, aber hilft ja nichts, auch so sehen einige Runden aus. Fuck, ey, mach mich fertig, echt. Trotz allem, danke fürs Zuschauen, hinterlasst ein Abo, tut euch nicht weh, würde mir helfen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video, haut rein, kackt nicht ein und bis denn dann, ciao, ciao.